Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, es geht endlich weiter mit Ruby. Aber nicht nur das, wir haben auch noch eine andere ganz wichtige Neuigkeit mit euch zu teilen. Muss ich auch noch was sagen? Weiß ich nicht. Ja, eigentlich hast du alles gesagt. Es geht los. Es geht jetzt eifrig weiter. Viele, viele Teile für Ruby sind jetzt wieder da. Julian ist auch wieder mit am Start. Der liegt da hinten schon unter dem Auto. Man sieht nur die Füße. Und ich würde sagen... Moin. Da ist er. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt sofort mal an, denn wir widmen uns heute schon mal Thema Nummer 1, und zwar neue Kupplung. So, jetzt geht das hier eifrig weiter. Du bist hier schon am Abschleifen, oder was? Ja, jetzt habe ich prinzipiell gerade mal kurz auf dich gewartet, aber ja, der nächste Step ist einmal die Schwungscheibe anzuschleifen, damit die neue Kupplung dann auch den idealen Grip hat. Ja, und ist sauber genug, habe ich gut genug geputzt. Schaut super aus. Schaut aus wie neu. Jetzt vergleichen wir mal die neue mit der alten Kupplung. Das hier unten, das ist die alte. Wie man unschwer erkennen kann, sehr abgenutzt. Ja, hier ist alles abgefahren, ne? Hier auf, schon auf den Millimeter, im Gegensatz zur neuen, wo noch 2-3 Millimeter mehr sind. Da sieht man den Das ist Abstand. Nicht so viel Unterschied, leider. Aber da seht ihr, wie das reingeht hier, und hier ist es total abgefahren und glatt. Aber die sehen doch ziemlich passend aus, oder? Das schaut gut aus. Hier kann man es ganz gut erkennen. Alte, abgenutzte und neue. Neue. Ja, hier die neue. Oh ja, hier ein bisschen dünner, ne? Das ist diese Mitnehmerscheibe, oder? Das ist die Kupplungsscheibe, quasi wie die Bremsscheibe beim Reifen. Ja. Ist das Teil, was die Kraft dann überträgt. Und das hier ist der Kupplungsautomat, oder? Ja, genau, Druckplatte oder Kupplungsautomat. Das heben wir dann gleich alles mal rein. Das ist das Drucklager. Wie nennt man es jetzt? Ausrücklager. Oh, Ausrücklager, danke. Schaut gut aus. Super, dann let's fetz, oder? Mitschüler waren, wenn der über die Ständerspule geredet worden ist. Jeder hat sich lustig gemacht. Ich fand es einfach nur lächerlich. Ja, das glaube ich. Bevor wir jetzt gleich die Teile einbauen, ich höre es schon, werden wir erstmal die Gelegenheit nutzen und hier ordentlich putzen, denn jetzt kommen wir noch an alles ziemlich gut dran, auch unterm Auto. Das heißt, wir machen jetzt mal den ganzen Motor und alles, was dazugehört, einmal ordentlich sauber. Also Julian hat das gerade schon gesagt, der Geruch hier unten aufgrund des ganzen Bremsenreinigers riecht wie in so einer Brennerei, ne? Da spart man sich die halbe am Morgen. Bei manchen Dingen denkt man echt, wenn es um Autos geht, ist es total kompliziert. Und dann guckt man sich so ein Auto hier an und Julian sagt einfach nur, dann machst du einfach hier eine Schraube auf und ziehst das raus, dann machst du noch eine Schraube auf und ziehst das raus und dann war's das schon. Also es ist echt, das ist schön. Ja, alte Autos sind halt schön. Erstmal ein bisschen durchlüften hier. Irgendwie der Reiniger hat es doch gerade in sich gehabt, ne? Also wir waren uns gerade nicht sicher, ob uns ein bisschen schwindelig wurde, weil wir die ganze Zeit unter dem Auto lagen und dann aufgestanden sind, oder ob es dann doch der Bremsenreiniger war. Flywheel-Side müsste von außen sein. Ja, das Flywheel, nicht Schwungrad. Normalerweise steht Getriebeseite oder Schwungseite drauf. So, nicht anders. Julian entdeckt gerade für sich zum ersten Mal ein Universal-Zentriergerät. Als alter Kfz-Hase hat er das immer mit dem Daumen gemacht. Ja. Und jetzt? Was meinst du? Ist das sinnig, so ein Teil? Probieren wir jetzt aus. Das kann ich dir noch nicht sagen. Ich habe mit dieser Art von Zentrierdorn noch nicht gearbeitet. Aber das kriegen wir schon hin. Im Prinzip ist es immer dasselbe. Man muss weit genug rein. Und dann spannt er sich, ne? Oh, in der Hoffnung, dass da hinten genug Platz ist zum Spannen. Haben wir eine zu große Kupplung? Wir haben LKW hier, kein Auto. Komm. Kommt da nicht weit genug hinter. Wir bräuchten den länger. Aber ist nicht so schlimm, also das kriegt man auch mit Augenmaß hingestellt. Gut, also vergisst es. Sowas braucht ihr für einen LKW nicht, das ist zu klein. Das Spielzeug braucht man nicht. Ich würde sagen, das passt so vom Augenmaß her.
Okay, also Druckplatte ist drin, der Automat ist drin. Jetzt kommt unser nächstes Spielzeug. Das Ausrücklagerschiff. Okay, also im Grunde ist dieses Lager dort. Es wird dann betätigt durch diesen Zylinder, der wiederum verbunden ist mit unserer Kupplung, also ein Kupplungspedal, und durch den Druck, der dann hier hydraulisch erzeugt wird, bewegt sich später dieses Ausrücklager und sorgt dafür, dass wir halt, ja, schalten können, ne? Ja, genau. Da kommt unser Getriebe, unser, naja, Erzfeind kann man ja nicht sagen, ne? Wir sind ja, nein, wir noch ja gut, ist es unser Freund. Wir müssen ja noch gut mit ihm sein. Noch ist es unser Freund. Also runter war ja schon gut, aber jetzt wieder hoch ist ja gegen die Schwerkraft. Okay, wie machen wir das? Ich glaube, da oben, da meinst du so ein Spanngurt durch? Ich würde so eine Schlaufe hier durchlegen, einmal hier unten ums Getriebe rum. Ja. Weil dann kann einer von uns beiden oben quasi Vollgas sein Kreuz kaputt machen. Und der andere darf hier unten sein und sich auch sein Kreuz kaputt machen. Oder seinen Kopf, wenn es runterfliegt. Und im schlimmsten Fall seine Hände und Kopf kaputt machen kann. Okay. Aber es wird nichts anderes übrig bleiben. Wir machen da oben vielleicht über den Sitzen ein dickes Holz drüber, ja, wo wir den Ratschengurt einfach einspannen können. Und dann kann man ja ratschen, dann muss man nicht heben. Ja, okay. Also das wäre jetzt so das Einzige, was mir einfallen würde. Lass es ausprobieren. Wünscht uns Glück, ob das Getriebe reinkommt oder nicht. Seht ihr in der nächsten Folge. Da ist jemand aufgeregt. Buddy. Ist okay. Ist okay. Oh, Mutti. Somebody is excited. Wer ist das denn jetzt? Hallo, guten Morgen. Hey, it's okay, alles gut. Du bist dran. Name, Lieblingsfarbe, Hobbys. Okay. Und wer das ist, dieser Süße hier, das erzählen wir euch jetzt. Ja. Hast du gut gemacht. Alles klar. Warum liegt da jetzt ein kleiner, fälliger Vierbeiner? Was ist eigentlich der Hintergrund? Und dafür müssen wir erstmal richtig weit in die Vergangenheit. Das ist relativ, aber so ungefähr vor einem Jahr hat ja dieser ganze Trip hier mit YouTube und mit Vanlife überhaupt erst angefangen. Unsere erste gemeinsame Reise ging direkt nach Marokko runter. Und da haben wir ziemlich viel Elend sehen müssen, ziemlich viel Tierleid. Die Hunde, die Esel, ziemlich viele Tiere in Marokko werden misshandelt und es ist ziemlich traurig, das mit anzusehen. Und wir haben da gedacht, als wir unterwegs waren und so viele Hunde getroffen haben, die so voller Liebe steckten, aber so mies behandelt wurden, da haben wir gesagt, wir müssen irgendwas tun. Haben wir damals eine dicke Spendenaktion gestartet und am Ende auch durch eure ganze Hilfe 4.000 Euro zusammenbekommen, die wir natürlich dann an IMS One, also an Moroccan Animal Aid, gespendet haben. So, jetzt legt sich der Sturm und die Jungs und Mädels haben sich beruhigt. Außer der da hinten. Alle ein bisschen aufgeregt noch. Ja. Meine Gesichter. Happy Alarm. Hi, hi, ja, you're so cute. Oh Gott. Hey, mein Kleiner. Na, du Knutschmaus. Gott, du bist ja echt wenige Wochen alt. Schaut euch das mal an, so groß ist meine Hand. Ja. Die kleine Knutschmaus. Gott, ist die süß. Und du schläfst mir gleich in der Hand ein. 3 weeks, 3 Wochen alt. Wow. So sad what happens to animals in Morocco. Ja. She was trapped inside in front of the gate recently, like a couple of weeks ago, by someone. One of the sweetest dogs ever. I'm in love with her. In Marokko hat uns dann wirklich oftmals das Herz geblutet, weil wir so viel Elend gesehen haben und trotzdem so liebenswürdige Hunde, dass wir echt manchmal weich wurden. Aber wir wussten, okay, jetzt einen Hund zu adoptieren, wäre für uns einfach keine Option, denn wir wollten immer noch einiges bereisen, auch mit dem Flugzeug verreisen, und da macht ein Hund einfach zu viele Komplikationen, ist auch nicht schön für den Hund. Wir wollten schließlich unbedingt
unbedingt nach Asien. Und in Asien war es sogar dann auch so, dass wir unfassbar viele Straßenhunde gesehen haben, da auch wieder viel Elend gesehen haben. Und das hat im Grunde unsere ganze Entscheidung auch nochmal bestärkt. Als wir dann die Hintergrundstory von Sawyer erfahren haben, war es eigentlich schon so gut wie entschieden. Denn mittlerweile ist Sawyer ungefähr 2,5 Jahre alt. Wir wissen natürlich nicht genau, wie alt er ist, denn er kommt von den Straßen Rumäniens und hat dort unter widrigsten Bedingungen gelebt. Also wirklich miserabel, wie wir das auch schon in vielen anderen Ländern mit vielen Straßenhunden gesehen haben. Und in Rumänien selbst gibt es sogar Tötungsstationen. Das heißt Stationen, die versuchen, die Population der Straßenhunde durch absichtliche Tötungen einzudämmen, was natürlich absolut schrecklich ist. Und genau in einer solchen Tötungsstation hat er sich befunden, wurde zum Glück aber gerettet und halt eben in ein großes Shelter mit über 1000 Hunden gesteckt. Da waren die Bedingungen auch nicht wirklich gut, aber trotzdem stach Sawyer irgendwie aus der Masse heraus, denn er war immer noch total freundlich, verkuschelt und fiel halt eben total auf. Wichtig nur einmal, letztens im Video gab es ja ein paar Missverständnisse. Wir werden immer noch in Ruby Vollzeit einziehen. Wir befinden uns nur hier auf diesem Hof, bis Ruby fertig ausgebaut ist. Das ist einfach der Ort, wo wir das Ganze umsetzen können. Danach sind wir Vollzeit im Van wieder unterwegs und auch wieder auf Reisen zusammen mit Sawyer. Als wir dann nach Hause kamen, war natürlich die Adoption schon im vollen Gange und wir haben auch schon ein Datum bekommen, wann Sawyer ankommen sollte. Und wir haben dann in Hamburg ganz aufgeregt gewartet auf die Ankunft von Sawyer. Wir haben jetzt 6.30 Uhr. Ja, wir sind ein bisschen früh dran. Wir sind eigentlich schon seit einer halben Stunde hier. Und um 8 Uhr kommt hier etwas ganz Besonderes. Mitten in Hamburg auf einer Raststätte und warten jetzt hier einfach, ja, noch 1,5 Stunden. Die Spannung steigt. Wir sind aufgeregt. Also mittlerweile sind es nur noch 50 Minuten. Die Spannung steigt. Ich glaube, wir können das beide noch nicht so richtig wahrhaben, aber trotzdem sind wir schon ein bisschen nervös. Wir haben gerade ein bisschen was gegoogelt. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, um was es geht. Wir stehen hier auf dem Parkplatz. Es ist dunkel, es ist kalt und jetzt heißt es weiter ausharren. Ja, wir waren schon so voller Vorfreude. Wir sind schon aus der Tankstelle rausgegangen, weil wir dachten, wir müssen irgendwas machen. Wir müssen irgendwie, irgendwas müssen wir machen. Jetzt sitzen wir hier und jetzt machen wir wieder nichts und warten einfach nur. Und die Sekunden und die Minuten streichen so langsam vor sich hin. Das ist echt spannend. Schrecklich. Das ist einfach auch ein Moment für uns, der so bedeutsam ist, weil er halt auch unser Leben verändert, ne? Also weil wir danach ein anderes Leben führen werden. Eins, worüber wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Ja! Oh mein Gott. Da ist er. Er ist da. Oh mein Gott. Ist da. Oh mein Gott, er ist da. Okay, Leonie, ab geht's. Also, wir sind jetzt im Haus. Sawyer ist aus seiner Box rausgegangen. Er hat getrunken, er hat gegessen, er hat geschrullert auf Mamas Fußmatte. Er hat auch zweimal sein Geschäft erledigt. Er war noch ein bisschen misstrauisch uns gegenüber, hat sich noch nicht ganz getraut, sich anzunähern. Und ich glaube, er ist einfach so geschafft. Ich meine, nach so 20 bis 30 Stunden Autofahrt, er muss so kaputt sein. Ist er auch. Er war die ganze Autofahrt hierhin total ruhig und jetzt ist er auch in der Box und er schläft tief und fest. Wir haben um ihn herum sauber gemacht, den ganzen Fußboden geschrubbt und der hat einfach geschlafen. Der lag einfach in seiner Box und hat tief und fest geschlafen. Morgen ist auf jeden Fall ein neuer Tag und wir sind echt gespannt, ob er sich morgen vielleicht ein bisschen, ob er morgen sich ein bisschen zu uns zutraut, ein bisschen zutraulicher ist als heute. War noch ein bisschen misstrauisch. Er wusste nicht so genau, wo er ist und wer wir sind. Als wir dann zu Hause angekommen sind, waren wir natürlich sehr aufgeregt, aber Sawyer war vermutlich 100-mal mehr aufgeregt, denn
Der wusste gar nicht, was passiert. Nach der ganzen Autofahrt kam er erstmal raus aus seiner Box, war total misstrauisch, erstmal auf Distanz, was ja total verständlich ist. Und für uns war es eigentlich nur die Aufgabe, erstmal Geduld zu wahren, ihm seinen Raum zu geben und ihn ankommen zu lassen. Entsprechend war die erste Woche auch nicht unbedingt schwierig, aber auch immer mit Vorsicht zu genießen. Wir mussten halt schauen, dass wir dem Hund ein möglichst schönes Umfeld geben, weil er sehr unsicher war. Und da mussten wir einfach auch hier wieder geduldig sein. Wir haben in der ersten Woche auch ziemlich viele Aufnahmen gesammelt von Sawyer, von seinen ersten Eindrücken, vom ersten Mal, wo er Schnee erlebt hat. Vielleicht wissen wir ja nicht, vielleicht hat er schon Schnee gekannt. Aber jedenfalls haben wir da einige Aufnahmen für euch gemacht und die zeigen wir euch einmal. Wollen wir raus? Wollen wir raus? Das also zu der Hintergrundgeschichte zu Sawyer. Er ist damit ein fester Bestandteil von unserer kleinen Family hier. Kleiner Hunter. Wir sind total glücklich, dass er dabei ist und wir sind sehr, sehr gespannt auf die Zukunft. Viele, viele tolle Abenteuer, die da jetzt folgen werden. Und um diese Abenteuer umzusetzen, müssen wir natürlich weiter an Ruby arbeiten. Deshalb geht's jetzt zurück in die Werkstatt. Also hier ist jetzt schon mal ein Holzbalken. Was ist der Plan? Der Plan ist, dass wir uns hier zwei Schlaufen machen. Ja. Und dann über die Ratschen das hochziehen, damit wir selbst unsere Rücken nicht so sehr zerfallen. Okay. Versuchen wir es mit den Spanngurten. Sehr gut. Alles klar. Let's fits. Let's fits. Ziel ist es jetzt nämlich, dieses dicke Ding, unser Getriebe, was locker über 100 Kilo wiegt, dort oben wieder zu befestigen. Mindestens an diesen vier Schrauben. Da gibt es noch natürlich ein paar mehr. Auch noch einen Getriebehalter. Aber auf die Höhe müssen wir es jetzt erstmal wieder reinkriegen und auch diesen Dorn da vorne halt eben in unserer Kupplung bzw. in unserer Schwungscheibe dahinter dann verankern. Den Spanngurten anziehen. Das geht eigentlich ganz gut. Ich glaube, das ist eine Patentlösung, die wir hier gerade gefunden haben, Julian. Das ist die polnische Variante. Jo, also den Dorn habe ich jetzt schon mal richtig da rein. Ja, da hat was gerutscht. Oh shit, ey, ich glaube, das wird gut. Also ich glaube, jetzt müssen wir hier so ein bisschen Feinarbeit gleich mal machen. Ach du Scheiße, sieht das extrem aus. Das ist einfach an. Kein Spiel hier, um ehrlich zu sein. Das Getriebe hängt einfach nur in der Luft und muss jetzt natürlich da vorne rein. Puh. Ich sollte nicht keinen Schiss gerade. Bisschen Schiss ist da. Spiel ist es nicht. Mackel, irgendwann macht's. Mir wird warm. Jetzt wird nicht mehr kalt hier. Jetzt wird's langsam warm. Am Rücken ist es arschkalt und der Rest schwitzt. Es war doch schon viel weiter drin, warum geht's jetzt wieder raus? Irgendwo klemmt er jetzt gerade ganz gewaltig. Oh, jetzt fehlt nicht mehr viel. Einfach nur noch 3 cm. Ich bin schon mal an einem halben Millimeter verzweifelt an dem Getriebe. Bis ich es wieder rausgenommen habe und nochmal neu angesetzt habe. Auf einmal hat es Flug gemacht. Jetzt werde ich aggressiv. Das gibt's doch nicht. Dieses Getriebe hier, das hat das auf jeden Fall in sich. Es fehlen uns wirklich, ohne Witz, nur noch so 3 cm. Aber irgendwo hat es sich verkantet. Größteil ist drin, aber es fehlen halt eben diese 3 cm, um halt die Schrauben festzuziehen. Mit Anlauf! Nacken und nach vorne drücken. Krass, das hat ja gar keinen Bock. Also wir sind auf jeden Fall drin in dem Ding, weil wenn du da drehst, dreht sich das Getriebe. Okay. Also wir haben die richtige Verzahnung erwischt. Wir müssen eigentlich nur gerade rein. Jetzt gerade ist ein bisschen was gegangen. Ja, es wird besser, es wird immer besser.
Also wir sind auf jeden Fall schon mal richtig drin, nur es fehlen so ungefähr 1 Zentimeter. Ich ziehe das Getriebe immer mit der Hand rein, weißt du? Okay, wir machen eindeutig Fortschritte. Wir konnten jetzt schon die Schrauben zumindest ein bisschen reindrehen und ziehen das Gewinde jetzt sozusagen mit den Schrauben rein. Es ist kein theatralisches Klack und es ist drin, aber come on, es ist drin. Ey, krass. Ich glaube, wir haben es gleich, Julian. Okay, es ist geschafft. Das Getriebe ist offiziell drinne. Das ist mega heftig, Alter. Nice. Richtig geil, ey. Okay, es ist aber noch nicht fertig. Jetzt müssen wir alles festschrauben. Schaut euch das an. Es ist wieder drinne. Und jetzt, hey, ich fäng in der Kamera. Jetzt müssen wir natürlich nur noch alles wieder ein bisschen befestigen, damit es auch hält. Einfach mal eine Runde hinlegen. Bisschen schrauben, ne? Ganz entspannt. Ganz Abend entspannt. Total entspannt. Und lasset es absinken. Schön. Okay, Leute, es sieht sehr gut aus. Wir sind fast fertig. Kupplung ist neu, Getriebe ist wieder eingebaut, alles ist sauber. Jetzt kommt die Klappe drauf, das letzte wichtige Teil. Und typisch LKW ziehen wir das Ganze mit mordsmördermäßigen Schrauben fest. Garrett, konzentriert. Ich bin aufgeregt, wenn die Kamera läuft, Entschuldigung. Mittlerweile hat ein neuer Tag begonnen und wir haben ja noch einiges vor uns, nachdem wir gestern jetzt das Getriebe drin haben, die Kupplung gewechselt haben, was ja eigentlich gar keine Voraussetzung für den TÜV war, aber es war sehr gut, dass wir die Kupplung gewechselt haben. Und jetzt geht es natürlich eifrig weiter, wir haben noch einige Punkte auf der Liste. Das erste war, Getriebe war ölig, das haben wir natürlich gecheckt, geputzt und so weiter und so fort, Kupplung dann gewechselt und natürlich auch hier hinten die Roststellen. Da habe ich jetzt ein bisschen weiter gemacht und habe hier mal den Radlauf weiter aufgebaut, denn dort unten dieser Teil, der war auch komplett abgerostet, den habe ich jetzt neu aufgebaut, neues Blech zugeschnitten und reingesetzt, damit halt später das Blech, was außen vorkommt, besser drauf sitzt. Ja, das werde ich jetzt nochmal grundieren und dann folgen ja die ganzen anderen Schichten, das heißt unsere Lichtmasse, unsere Rostschutzfarbe und je nachdem, ob es außen oder innen ist, dann auch noch eventuell ein bisschen Lack und so weiter. Das machen wir aber dann erstmal in den nächsten paar Tagen, denn gleich kommt Julian vorbei und wir werden nochmal eine weitere Sache hier angehen, die sehr, sehr wichtig ist. Das heutige Placement wird euch von Sawyer präsentiert. Okay, du hast das super gemacht. Du hast das toll gemacht. Das ist klasse. Ich springe jetzt für dich ein, okay? Okay, ich habe Sawyer abgelöst und jetzt möchten wir euch einmal kurz eine richtig coole Errungenschaft für unseren Van-Ausbau zeigen. Denn die Daumen sind gedrückt. Wir hoffen natürlich sehr, dass Ruby bald TÜV haben wird. Sobald sie dann TÜV hat, können wir den Wagen auch normal natürlich bewegen. Denn wir möchten jetzt auch mal endlich, wenn der Frühling kommt, die Sonne scheint, nach draußen fahren, um dort unseren Innenausbau zu machen. Dafür hat uns Jackery ihre E1500 Pro zur Verfügung gestellt. Eine richtig dicke Powerbank. Da die Powerbank portabel ist, ist sie halt eben eine super coole Stromlösung, auch für draußen, für unseren Innenausbau. Und wir können verschiedene Geräte, bis zu 7 verschiedene Geräte anschließen, von unserem Werkzeug bis hin zu Kameraakkus, was auch immer. Um jetzt die Powerbank von Jackery aufzuladen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste ist natürlich eine ganz normale Steckdose, 230 Volt. Dann dauert es auch ungefähr nur 2 Stunden, bis die komplette Powerbank voll ist. Die zweite Möglichkeit, um jetzt die Powerbank von Jackery aufzuladen, ist deutlich autarker, deutlich einfacher. Und die gefällt uns auch besonders gut, weil wir sie auch später mit in Ruby reinnehmen, wenn wir Vollzeit im Van leben. Und zwar ist es ein dickes Solarpanel mit 200 Watt.
Die Jackery an sich hat auch 1700 Watt, das heißt, sie hat ordentlich Bums. Und mit diesem großen Solarpanel kann man halt eben ganz einfach überall, wo die Sonne scheint, seine Powerbank aufladen. Passend zur kommenden Vanlife- und Camping-Saison hat Jackery jetzt eine richtig coole Aktion im Petto. Und zwar geben sie bis zum 1. April bis zu 20% Rabatt auf verschiedenste Produkte. Also wenn ihr Lust habt, euch mal die Produkte von Jackery anzusehen, dann macht das ganz einfach, indem ihr hier unten auf den Link in der Videobeschreibung klickt. Und da wünschen wir euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Stöbern. Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter. Da ist er. So, hier sind nämlich jetzt auch ein paar schöne Löcher drin. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum machen wir da schöne Bleche rein, um dann wieder Löcher reinzumachen. Hier in diese Löcher, da kommen später solche Stopfen rein, denn dann kann man von hinten immer noch an diesen Hohlraum ran, Schlauch durchführen und alles schön einfetten. So, Julian ist jetzt auch wieder da und hat was ganz Besonderes mitgebracht. Und das brauchen wir jetzt. Ein Gasbrenner. Also wenn Julian schon sagt, der Feuerlöscher ist jetzt ganz wichtig, wisst ihr, passiert jetzt was? Auf jeden Fall. Erstmal müssen wir das Öl hier unten rausbekommen. Noch mal hier. Den stellen wir mal kurz zur Seite, ne? Bitte schön daher. Das ist hier deutlich enger als da vorne. Erinnert sich, dass er schräg steht. Oh, jetzt? Ich sehe was. Das ist ja echt so gut. Wir machen es jetzt lieber erstmal sauber, bevor wir hier Feuer drauf geben und das erwärmen, damit wir die Lagerschale auswechseln können. Genau, das ist nämlich das Ding. Das habe ich nämlich a little bit vergessen. Ne? Das ist nämlich das Ding, da vorne ist so eine Lagerschale drin, also die das Kugellager so oben randet. Und die kriegen wir da nicht raus. Also die ist echt hardcore, ne? Ne, da haben wir jetzt schon bestimmt 2 Stunden lang drauf gedreschen von der anderen Seite und das will sich nicht bewegen. Und jetzt müssen wir leider mit dem Brenner warm machen und durch die Wärme ein bisschen weicher wird und sich bewegt. Und dann haben wir gewonnen und die neue muss halt dann wieder rein. Das dürfen wir nicht vergessen. Was siehst du das? Das fällt mir jetzt gerade auf, nachdem wir hier sauber gemacht haben. Oh shit, stimmt. Schockschwerer Not. Hier sind so kleine. Oh mein Gott. Metallteile drin haben wir gerade entdeckt. Also müssen wir mal gucken. Vom Schlagen von uns ist es auf jeden Fall nicht, weil das ist nicht so frisch und sonst wäre hier irgendwo ein Metallstück gelegen, was genau so groß ist. Aber die Zahnräder und so, die Räder, die waren ja nicht. Schaut ja alles super aus. Deswegen wundert mich das hier gerade. Vielleicht finden wir ja noch irgendwie was. Also dieser ganze Bremsenreinigerdampf hier, der ist auf jeden Fall nicht ganz ohne. Da muss man definitiv vorsichtig sein, Leute. Wenn ihr sowas macht, macht definitiv mal ein paar Pausen und schnappt mal frische Luft, sonst... Und immer die Türen aufmachen. Gut für Durchlüftung sorgen. Sonst habt ihr da ein bisschen zu hohen Promillespiegel, wenn ihr nach Hause fahrt. Also wir haben gerade oben da oben so ein Stück entdeckt, was abgebrochen ist, aber wir verstehen es nicht genau, denn da bewegt sich eigentlich nichts. Also jetzt drehen sie genau hier die... Vielleicht haben sie es auch rausgeschnitten im Werk und wir spulen uns gerade hier irgendwie auf was auf, was nicht ist. Ich kann ja gerade mit drunter kriechen, ich kann aber nur noch ganz rein. Ja, komm kuscheln, das ist ganz schön hier. Du bist so der geile Typ, der hier so durch den Radlauf durchguckt. Hi! Ja, komm gleich rein hier. Wo ist der Eingang? Hui! In der Huibu. Einfach so eine Stimme, die man so von hinten hört, ey. Ja, was ist das? Das wurde weggemacht, damit dieses dickere Lager hier reinpasst. Das wurde hier quasi weggefräst, schon vom Werk aus. Damit das überhaupt reinpasst, damit es sich drehen kann. Es kann nicht sein, dass das so glatt abbricht. Das geht nicht. Brechen tut's nicht so. Also, das muss vom Werk aus so sein. Sorry für die Aufregung, meine Freunde. Ich habe nur gerade hier so frisch was weggebrochen gesehen und halt wollte jetzt erstmal kontrollieren. Das Stück, was weggebrochen ist, sah aber ganz anders aus. Nee, das ist auch... Das sieht so ein bisschen für... Das ist, glaube ich, von dir eine Schweißnaht, die hier reingeflogen ist. Ja, ich meine, der Radlauf war ja da. Das kommt hin. Das kommt auf jeden Fall hin. Das ist vom Flexen irgendwie ein Stück. Eindeutig. Das stelle ich mir ins Regal. Also, meine Freunde, wir lüften jetzt einmal 5 Minuten durch, damit der ganze Bremsenreiniger hier Zeit hat zu verschwinden. Ne? Damit wir nicht in einer Stichflamme hier unten stehen, wenn ich mir den Gasbrenner anmache. Und dabei anfangen zu lachen, ne? Merkst schon ein bisschen was für mich. Ein bisschen, ne? Bisschen. Bist du noch am Aufstehen? Ja. Man merkt's.
So, als nächstes nehmen wir uns mal das Differential von innen. Wie nennt man das eigentlich? Das ist das Planetenrad und das ist das Stirnrad. Das treibt das Planetenrad an. Genau. Und am Planetenrad hängen hier an der Seite auch noch Kugellager. Die alten, die machen wir jetzt ab mit diesem Abzieher hier. Haben uns hier so was Kleines reingebaut, damit wir auch eine Druckfläche haben als Auflage. Dann hoffen wir mal, dass wir das abziehen können. Oh, er kommt! Tada! Wow! Klasse! Verloren! Super cool! Klasse, cool gemacht! Altes Lager haben wir ein bisschen zerstört, damit wir hier an diesen gehärteten Stahl-Innenring kommen. Denn den benutzen wir jetzt, um das neue Lager hier draufzuschlagen. Das ist nicht die absolut perfekte Variante, das jetzt so draufzuschlagen. Ich will bloß den Hatern schon mal ein bisschen Wind aus den Armen nehmen. Es ist, sagen wir es mal so, die polnische Variante, aber für das, was wir hier haben, wir haben keine Presse oder irgendwas, mit dem wir es machen können, funktioniert das leider einfach. Aber man muss aufpassen, man darf hier nichts kaputt machen, aber also es ist nicht die absolut perfekte Variante, das weiß ich absolut. Okay. Ja, also so passend Abzieher haben wir nicht. Wir machen jetzt so passend, nicht kaputt. Okay, wir machen es so passend. Wir schneiden es einfach ab. Wo? Ungefähr da, ne? Da, so? Nee, das ist schon fertig. Ach so. Aber es geht von dir, danke. Wir können auch die Flex nehmen und das abschneiden. Also, das ist überhaupt kein Thema. Also. Okay. Was wollt ihr? Dann macht es halt richtig. Wir okay. Wollen es hier fachmännisch machen. In einer Fachwerkstatt sind wir hier doch. Ja. Zeig mal, wie es passt. Ich habe erst einen gemacht. Das ist. Ach so, das war erst nur einer. Das war erst einer. Jetzt stress mich nicht so. Und? Der rutscht hier schon fast rein. Also der hier. Ja. Der passt jetzt schon fast. Ja, geil. Und dann wir kommen langsam. Es wird. Ohne Scheiß, Leute, wir haben das Problem gefunden. Hier, die Aufregung ist gerade groß. Wir haben dieses Teil hier gefunden. Das ist der alte Distanzring im Differential. Das ist der neue und da sieht man schon, der ist voll abgenutzt. Und der hier ist neu und schön. Und David hat es gerade gemessen. Der Schieblehre, der neue ist sogar viel, viel breiter, ne? Ja, richtig krass. Richtig krass. Heftig! Ey, wir haben es gefunden und weg damit! Es ist noch nicht safe, ne? Wir haben es noch nicht verbaut. Das könnte das Thema sein. Fingers crossed. Ihr seht es nochmal, da sitzen die einzelnen Distanzringe und die können halt eben dieses Spiel hervorrufen. So, und jetzt geht's wieder unter das Auto, denn jetzt müssen wir da was warm machen. So, wie gesagt, dort ist noch so eine Schale drin von dem Lager. Die müssen wir halt jetzt rausmachen. Die kriegen wir einfach so rausgeschlagen, nicht? Was war das denn für ein Satz? Die kriegen wir nicht einfach so rausgeschlagen. Deshalb machen wir das Ganze jetzt mal heiß und probieren es nochmal. Einfach so ein befreiendes Gefühl, wenn man weiß, man kann sich in keine Richtung bewegen. Verloren. Wir haben es gepackt, Julia! Auf jeden Fall! Das ist raus! Moin! Moin! Bist du ready für eine Tour? Pack Maus! Ein neuer Tag hat begonnen und wir haben ja immer noch einiges vor uns. Das Differential muss neu rein, beziehungsweise die ganzen Lager müssen neu rein. Dafür brauchen wir aber jetzt noch ein wichtiges Werkzeug, was wir uns in gewisser Weise wieder selber basteln müssen. Deshalb, Julian und ich machen jetzt eine kleine Tour. Die Schläuche und sowas. Das kriegen wir jetzt zweimal so ein bisschen größer abschneiden können. Das wäre ja, den Rest schleife ich mir runter und eine Schraube habe ich. Also jetzt 10 cm. Oder 11 oder was hast du?
Aber das sieht ja erfolgsversprechend aus. Und die Dicke ist gut genug, meinst du? Ja, das hältst du auf alle Mal. Aber die kann ein bisschen was. Wir waren erfolgreich. Wenn's läuft, dann läuft's. Aber echt, ey, super geil. Also, wir haben unsere Sachen. Einmal eine richtig stabile Metallplatte. Richtig fett. Richtig einen fett. Richtig schön langen Stab. Gewindestange mit zumindest schon mal einer Mutter. Jetzt suchen wir uns noch die zweite Mutter und dann können wir weitermachen, Leute. Geil. So, wir waren erfolgreich. Wie gesagt, wir haben jetzt hier zwei Platten vom Landtechniker bekommen. Richtig coole Jungs. Und was ist jetzt die Idee? Also, das Problem ist ja da unten dieses Differential, was wir euch leider nicht so richtig zeigen können, sondern da unten und da. Wir kuscheln ganz gerne, aber das ist halt ein bisschen schwierig. Ja. Und wir werden uns jetzt ein Werkzeug bauen und einmal diesen Ring von dem Kugellager einzubauen. Genau, weil der saß ja richtig fest, den haben wir ja kaum rausgekriegt und jetzt muss der neue wieder rein. Und das drücken wir dann einfach mit diesen zwei Metallplatten. Und Julian hatte die geile Idee, wir nehmen einfach die, ne? Wir nehmen eine stabile Stange mit Gewinde und halt diese zwei Platten, die schneiden wir uns jetzt dann zurecht und machen das passend, dass wir das schön smooth einbauen können, ohne dass irgendwie etwas verkanten kann oder wir etwas verdrücken können oder verschlagen können. Weil beim Ausbauen ist ja gar nicht so wichtig, dass man darauf achtet, dass die Sachen heile bleiben. Die müssen nur rauskommen. Beim Einbauen, da kommt es auf jeden Zehntel Zentimeter an. Deshalb, wir bauen jetzt das Julian und Garrett Spezialwerkzeug. Genau. Let's go. Also während Garrett und Julian draußen am Mercedes rumschrauben, sitze ich schön drin im Warmen. Mache aber auch was wie ein Van, denn ich sitze hier vorm Laptop und ich bin gerade am Planen. Ich sitze schon seit ein paar Tagen an einer Zeichnung, also an einer so einer 3D-Zeichnung, wie der Van wohl von innen aussehen soll und was wir reinbauen wollen, welche Möbel wollen wir, wie viel Holz brauchen wir eventuell auch dafür. Also ich bin so ein bisschen in der Planung drin. Denn die ganzen Möbel, die wir bauen werden, die werden wir alle aus Holz bauen. Heißt, wir brauchen ordentlich viel Holz. Und da bin ich gerade am Plan. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal euch ein bisschen die Zeichnung angucken, die ich so die letzten Tage gemacht habe. Das ist so jetzt die grobe Planung. Da seht ihr ein Bett. Hier kommt ein Bett hin. Da drunter kommt noch eine Höhle für Sawyer rein. Und wir haben hier eine Sitzgelegenheit. Fenster sind schon drin geplant. Unsere Küche mit dem Kühlschrank, unser Kochfeld, Waschbecken. Hier haben wir eine Dusche reingebaut. Da sind wir auch noch fleißig am Plan, wie das alles sein soll. Das ist nur so eine grobe Skizzierung. Es wird vermutlich noch ein bisschen anders als das, aber das schon mal als groben Anhaltspunkt. Jetzt seht ihr, wie wir ungefähr unseren Van geplant haben. Also haben wir jetzt schon ziemlich viel schon verraten. Aber wie gesagt, das ist alles noch in der Planung. Also so wird es vielleicht am Ende auch gar nicht aussehen. Das ist jetzt nur so eine grobe Skizzierung, eine Idee, die wir hatten. Ich denke mal, im Laufe des Bauens werden wir noch ganz schön viele Ideen auf über den Haufen werfen, denn ich bin noch nicht hundertprozentig zufrieden damit, wie es jetzt aussieht. Also ich will da noch ein bisschen was verändern, noch ein bisschen mehr Individuelles reinbringen, versteckte Features. Also da soll noch ein bisschen was kommen, aber das wird vermutlich erst so in die Planung gehen, wenn wir auch wirklich mit dem Ausbau anfangen, also wenn der Van schon mal TÜV hat. Deswegen ist es gerade noch so eine grobe Skizze, aber als Plan, dass ihr ungefähr schon so eine Vorstellung habt, was auf alles reinkommt, war natürlich klar, eine Küche, ne, ein Badezimmer und ein Bett, auf jeden Fall auch ein Arbeitsbereich, also das war eigentlich schon klar, dass es reinkommt. Aber wir haben ja jetzt einen großen Mercedes, also wir können uns, was den Platz angeht, ein bisschen herumspielen, wie wir es haben wollen und das ist auf jeden Fall schon richtig viel wert. Also es macht auf jeden Fall Spaß, so seine Träume so ein bisschen so auf Papier zu sehen, beziehungsweise eher jetzt auf dem Laptop, also es macht auf jeden Fall Spaß, da rumzuhantieren. Garrett ist daran verzweifelt an dem Programm, ich fand es eigentlich ganz cool. So, endlich habe ich so, weiß nicht, sieht man das so auf schwarz auf weiß, wie es vielleicht irgendwann aussehen könnte. Also ist auf jeden Fall cool. Garrett ist immer noch am Schaffen draußen. Ich bin immer noch drin in der Wohnung mit Sawyer zusammen. Also das ist auch so ein Ding. Seitdem wir jetzt einen Hund haben, wollen wir ihn halt am Anfang noch nicht so viel alleine lassen, denn er ist ja ein Straßenhund gewesen und deswegen wollen wir erstmal noch eine Bindung aufbauen. Er ist auch jetzt nicht mehr ultra jung, also mit seinen 2 Jahren hat er schon ziemlich viel erlebt und wir wollen jetzt die Anfangszeit schon, dass eine Bindung entsteht und deswegen wollen wir ihn nicht zu lange alleine lassen, gerade jetzt halt am Anfang. Deswegen ist Garrett viel draußen am Van, weil der Van muss nun mal TÜV kriegen, also da müssen wir ja durch und ich bin erstmal halt so ein bisschen kleiner Babysitter hier zu Hause, aber es macht natürlich Spaß, also
ich beschwere mich nicht. Und während Garrett halt draußen ist, plane ich halt, wie gesagt, ganz schön viel Organisatorisches für den Van, was wir für Holz brauchen und auch das Thema Strom. Das ist nämlich auch ein ziemlich großes Thema. Was werden wir an Stromverbrauch haben? Ja, das ist die glorreiche Frage, die ich mir seit ungefähr einer halben Stunde stelle, denn ich habe hier eine schöne Liste, wo ich mir alles aufschreibe, wo wir Lampen verbauen werden, was wir generell an Stromverbrauch haben, Ventilatoren, ja, Kühlschrank, alles Mögliche, was wir auch generell für unser ganzes Equipment an Strom verbrauchen im Durchschnitt. Das müssen wir natürlich auch alles berechnen, damit wir halt am Ende eine grobe Angabe haben, wie viel wir wohl so am Tag im Durchschnitt an Strom verbrauchen. Ist halt ziemlich wichtig, auch wenn man bedenkt, was für Batterien wir dann haben werden. Da wir ja, wir haben, wie viel Watt wir auch auf dem Dach haben werden. Das spielt ja alles mit rein in dieses Thema Strom. Und da mache ich gerade so eine grobe Planung. Ihr könnt ja gerne schon mal mit reinluschern, was ich hier bis jetzt aufgeschrieben habe. Na, nicht viel. Aber es ist auch ziemlich schwierig zu wissen, was wir an Strom verbrauchen, also wie viel Watt wir brauchen, wenn wir noch gar keine Lampen haben. Also das ist so ein Ding. Aber die grobe Angabe, wie viel eine LED-Lampe oder sowas verbraucht, das kann man ja auch zum Glück ergoogeln. Da bin ich gerade fleißig dabei. Thema Deckenbeleuchtung. Das ist hier alles für die Decke, also für Schlafbereich, Sitzbereich, Küche, Badezimmer, sonstige. Das ist alles, wo wir ja gerade am Plan sind, was wir, wie viel das vermutlich verbraucht, wie viele Stunden wir das am Tag vermutlich anhaben werden. Also wir rechnen immer ein bisschen mehr als wenig. Und ja, ein paar Notizen, was es genau für welche sind. Und ich bin jetzt gerade bei der Lüftung angekommen. Was den Verbrauch angeht, ich rechne momentan lieber mit ein bisschen zu viel als zu wenig, damit wir auch genau wissen, was für Equipment wir für unseren Strom brauchen, was Stromumwandler angeht und etc. Damit kennt sich Garrett ein bisschen besser aus. Aber ich bin für den Verbrauch zuständig. Naja, jedenfalls ist es auf jeden Fall schon mal cool, so ungefähr zu planen, was wir an Stromverbrauch haben werden. Vor allem, weil unser ganzes Equipment halt wirklich viel Strom zieht. Also die ganzen Laptops, die wir für einen Videoschnitt haben, unsere Kamera-Equipment, Drohne, die ganzen Akkus. Ist schon haufenweise Strom, was da verbraucht wird. Allein für ja, unser Equipment. Also muss natürlich alles eingeplant werden, nicht, dass wir am Ende zu wenig Strom haben. Und während ich hier unser zukünftiges Zuhause plane, liegt der süße Säuerchen hier mitten auf der Couch und macht sich breit. Hallihallo. Na? Ist da jemand am Kuscheln? Das ist dein Lieblingsplatz, ne? Dein neuer Lieblingsplatz. Thirsty for adventure all my youth. Chasing all my freedoms down Liberty Avenue. And every time a phrase my mother used to say to me, everything happens for a reason. I get the feeling. Sawyer ist gerade ein kleines bisschen müffig. Der ist gerade ein kleines bisschen pissig, weil er gerade Ohrentropfen bekommen hat. Sawyer hat nämlich eine ganz schön heftige Infektion in seinen Ohren von Milben. Also er ist ein sehr starker Milbenbefall in seinen Ohren und auch im Fell ein wenig. Das sind wir ja gerade fleißig an Bekämpfen. Dafür braucht er Ohrentropfen. Ja, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn du gerade einen Hund aus dem Tierschutz hast, der eine Vorgeschichte hat. Und dann kommst du da an, du willst großes Vertrauen aufbauen und dann kommst du an mit so einer Tube Ohrenstropfen und musst ihm das knallhart in die Ohren reintröpfeln. Ja, ist er kein großer Fan von. Es geht ihm mittlerweile schon wieder besser. Anfangs war es ziemlich schwer, also er hatte sehr geschwollene, dicke rote Ohren. Das war sehr, sehr sinnlos. Tat ihm auch sehr weh. Er hatte auch keinen Appetit. Er wollte nicht essen. Also es war ziemlich schwierig in der Anfangszeit. Jetzt taut er langsam auf und es wird mit jedem Mal besser. Aber trotzdem, er lässt es zwar über sich ergehen mit den Ohrentropfen, hat aber keinen Bock drauf. Also man merkt es. Danach ist er so ein kleines bisschen müffig und beleidigt, weil du ihm dann Ohrentropfen gegeben hast. Aber nach einer halben Stunde geht das dann auch wieder weg. Der weiß ja leider nicht, dass es für seine Gesundheit ist. Ja. Ich weiß nicht, ob der das genau checkt, dass er das nur kriegt, damit es ihm dann auch wieder besser geht. Müffelpeter. Wir haben jetzt ein Spezialwerkzeug gebaut, um die Hülse einzupressen. Krass, sieht richtig cool aus. Heftig, das hast du einfach komplett. Das ist Freestyle gebaut. Dann würde ich sagen, ab unter das Auto, oder? Ja. Das ist die neue Lagerschale. Ja. Richtig rum eingebaut, wichtig. Ja. Jetzt kommt unser super neues Spezialwerkzeug hier durch. Müssen wir hier das überschlägen, genau. Oh, es bewegt sich rein. Ja. Nein!
Doch. Das funktioniert. Natürlich funktioniert das. Julian, ey, das ist der absolute Wahnsinn. Das Ding presst sich da jetzt einfach rein. Da braucht man aber auch ein bisschen Schmackes in den Arm, ne? Das ist eine Millimeterarbeit. Da müssen wir noch tiefer ansetzen. Alter Schwede, ist da Druck drauf. Okay, wir wechseln jetzt mal Seiten. Und dann hoffen wir, dass wir so Step by Step und Nanometer um Nanometer diese Schale da reinkriegen, ne? Okay. Leonie ruft an. Hey, kommst du vor? Ich lieg gerade hier und schraub gerade was zusammen. Gib mir 5 bis 10 Minuten. Okay, es ist schon kurz nach 6, ne? Also das Video sollte vor 5 Minuten eigentlich schon online sein. Ja, wir kriegen das hin. Sekunde, ich komm gleich. Lieber gleich das Video. Das dauert hier länger wie 10 Minuten. Ja, gut. Okay, ich komme. Einmal drehen. Nie kommt man dazu, was zu erledigen. Video kommt raus, Leute. Wir machen gleich weiter. Okay, Leute. Das neue YouTube-Video ist online. Alles eingestellt. Und jetzt, Julian ist gerade eine Runde Abendessen. Deshalb werde ich mal weiter versuchen, hier diese Schale reinzukriegen. Da braucht man auf jeden Fall ein gutes Frühstück, wenn man das macht. Eieiei. Oh, fuck. Also wenn man sowas macht und man merkt, dass es im Steißbein knackt, dann benutzt man den ganzen Körper. Ich rutsche einfach unterm Auto durch. Hier könnt ihr übrigens mal den Aufbau von unserem Spezialwerkzeug von der anderen Seite sehen. Also es gibt, wie gesagt, diese extrem dicke Metallscheibe. Da läuft eine Gewindestange durch, hier die Mutter. Und das ziehen wir halt zusammen und dadurch presst sich alles im Differential zusammen und hoffentlich wird dann diese Schale, dieser Ring da eingelassen in die entsprechende Einkerbung. Guten Morgen, hi. Hey, Buddy. Morgen, Sonja. Hey, Sawyer. Hast du gut geschlafen? Will the rain ever stop? Will the rain ever stop? Hey, good morning! Wie geht's dir? Du willst schon wieder. Du willst schon wieder spielen. Du willst schon wieder spielen. Gut, und so. Jetzt ist Ruhe. Hey! Hey! Ein kleines Monster. Morgen. Wollen wir raus? Ah, wir wollen raus. Good boy. Oh, jetzt kommt mal wieder der Begegnungstest. Sawyer meets Chickens. Die Hühner sind erstmal geflüchtet und Sawyer versucht ein Loch zu finden, aber das Interesse ist auf jeden Fall nicht sehr stark. Ich glaube, die Gerüche sind einfach viel, viel interessanter. Sawyer, es gibt da noch jemanden, der auf dich wartet. Dein Buddy. Ja. Hey, das ist Chico. Sawyer geht einfach durch den Zaun durch. Oh, das war so, das ist ein Jump.
So, die erste Morgenrunde ist erledigt und danach wird immer eine Runde getollt und gespielt. Das findet Sawyer immer ganz cool. Und jetzt steht ein bisschen Frühstück an. Oh, da sind schon die ersten Kommandos, die ausgeführt werden. Sehr gut, Sawyer, aber wir machen jetzt ein kleines Spiel. Also, wir haben hier eine Portion von Sawyer und er findet es immer richtig langweilig, es einfach nur hinzustellen. Und da wir in der Anfangszeit richtig Probleme hatten, ihn zum Essen zu kriegen, also er hatte keinen Appetit und hat sein Essen wirklich die erste Woche fast jeden Tag auch verweigert, mussten wir es uns irgendwie was einfallen lassen. Wir haben das Trockenfutter in bestimmt schon 10 verschiedenen Variationen und Gerichten umgewandelt, was er vielleicht mögen würde, um herauszufinden, was sein Appetit so sagt. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir werden das mal ein bisschen spielerisch gestalten und ihm das so ein bisschen hin und her werfen, dass er da das so jagt. Wir wollen auch gerne eigentlich damit ein bisschen trainieren, aber so geil findet das Trockenfutter nicht, dass er damit wirklich auch auf Kommandos hören möchte. Aber kommt vielleicht noch. Soll ich denn dann? Ich glaube, wir kommen halt nicht weit. Ich glaube, der hat keinen Bock. Ja. Der hat auf jeden Fall keinen Bock. Ich meine, perfekt. Super, jetzt geht's los. Und Feuer hilft. Ja. Also sowas passiert dann auch mal. Sag, kannst du mal helfen, mir rüberzutragen die Sachen? Das wäre ganz toll. Jawohl, schnapp dir die Leute. Bisschen suchen, bisschen Nasenarbeit, bisschen Jagdtrieb, zack. Und dann sieht das Essen, was ganz trocken ist, doch ein bisschen spannender aus, ne? Feier, sitz! Ja, fein! Super! Platz! Ja, fein! Super! Super! Also ihr seht, wir haben schon ein paar Sachen mit ihm geübt. Das Interessante war, in der ersten Woche war er sehr apathisch, sehr ruhig. Und wir haben es trotzdem hin und wieder mal probiert. Das hat er nur so halb mitbekommen. Und plötzlich, nachdem es ihm jetzt besser ging, macht er plötzlich Sitz und Platz innerhalb von ein paar Minuten. Also der hat das doch irgendwie sich gemerkt und erinnert. Und jetzt funktioniert das eigentlich super gut. Nur was uns schon aufgefallen ist, wenn er dann mal Platz gemacht hat, ist es gar nicht so leicht, ihn da wieder rauszukriegen. Ah, doch, jetzt. Ja, warum aufstehen, wenn man auch kriechen kann? Das ist schon zu weit weg, ne? Das ist jetzt ein bisschen... Ja, so, genau. Warum soll ich aufstehen? Ich kann doch auch einfach auf den Boden robben. Ja, genau. Oh, komm, komm und nochmal. You can do this. Du schaffst das. Ja. Du schaffst das. Du schaffst das, Sawyer. Du schaffst das. Frühstück ist zu Ende und nach dem Frühstück wird geruht. Das ist die Jackery. So, ja. Ist okay für dich? Ist okay. Du hast Angst um deine Deko? Warum? Ja, weil... I like the camera too. So, Garrett und ich sind jetzt in der Werkstatt und zwar habe ich euch ja erzählt, dass ich ziemlich viel am Plan bin, was den Strom anbelangt und auch an Holz, was wir für Holz benötigen für den Innenausbau, für die ganzen Möbel und wir wollen jetzt endlich mal Holz bestellen. Ja, dafür müssen wir wissen, wie viel Holz wir überhaupt brauchen. Deswegen sind wir jetzt bei Ruby, gehen da jetzt schön rein und lassen jetzt die Fantasie freien Lauf, um zu wissen, wo hier was hinkommt, wie groß das sein wird und wie groß die Platten am Ende sein müssen. Also, kommt mal mit, nehmen wir euch mal mit dabei. Na, willst du auch rein? Okay, Basics, Thema Holz, dazu zählt ja alles. Das heißt Möbel, Verkleidung, Boden. Und wir fangen mal mit dem Boden an. Ich denke, da machen wir es super einfach. Und zwar nehmen wir die Grundfläche hier. Wir haben natürlich immer ein bisschen Verschnitt, aber das ist okay. Man kann es ja nie perfekt machen. Das heißt, Boden, wir haben eine Breite von 2 Metern, eine Länge von 4 Metern. Schon mal erledigt.
Okay, Leonie misst jetzt so ungefähr das Bett aus. Was haben wir uns überlegt, Schatz? Also eigentlich hätte ich gerne ein 1,30 Meter großes Bett. Das Problem ist aber, da kriegt man keine Matratzen zu und wir wollen jetzt keine Sonder anfertigen lassen, sondern eine ganz normale, stinknormale Matratze reinlegen. Also müssen wir uns unterscheiden zwischen 1,20 und 1,40. Und 1,20 ist dann doch ein kleines bisschen eng. Ich liebe Garrett, aber dennoch ein kleines bisschen eng. Ich brauche meinen Platz. Also haben wir jetzt ein 1,40 Bett. Das wäre dann bis hier. So, das ist alles unser Bett. Okay. Bis hier. So, dann kommt hier eine Dusche hin, ne? Die ist vermutlich 80. So, er macht die Tür zu. So, ja, das sind immer auch Kollege. Genau. So. 80 ist ganz schön groß für eine Dusche, ne? Du hattest ja so ein paar Duschwannen schon rausgesucht, oder? Ja, es gibt auch eine mit 60. Aber 60 mal 60 oder 80 ja. mal 80? Oder, achso, das wäre dann also 60 quadratisch. Mal 60. Das wäre dann, wenn ich hier drin stehe, bis hier. Das ist auch ganz schön eng, ne? Also 80 mal 80 ist vielleicht doch ganz cool. Und dann hast du hier, ich meine, du musst dich auch noch hinsetzen können, ne? Zum Piepen. In der Dusche. Wer kennt's nicht? Ich mach mal in die Dusche. Nein, aber hier ist auch unsere Toilette drin. Ja. Du machst es gut. Du wartest schön und wir kümmern uns ums neue Haus. Ja, jetzt wäre erst mal im Piepen gewesen, ne? Und jetzt, oh, jetzt bist du dann doch wieder aufgestanden. Da kommt man wieder in die Werkstatt und dann ist hier der Meister-Handyman wieder dabei und präpariert plötzlich hier einfach mal eine komplette Drohne. Ja, was muss, das muss. Das ist so geil. Wenn man es kaputt macht, muss man es reparieren, oder nicht? Okay, jetzt geht's weiter im Differential. David und Julian haben ja letztens nochmal richtig Gas gegeben, haben weiter diese Lagerschale da reingehämmert. Das war echt ziemlich, ziemlich krass und mittlerweile sieht das Ganze auch echt gut aus. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal weiter, oder? Auf jeden Fall. So sieht das Ganze jetzt aus. Diese Schale hier muss auf jeden Fall noch ein bisschen weiter rein, aber es ist schon viel besser als am ersten Tag. Da hat sie sich nämlich hier oben verkantet und ja, jetzt ist sie wieder gerade drin und es fehlen noch so gute Zentimeter, ja. Kriegen wir hin. Okay, es geht los. Einer dreht, der andere schlägt. Man merkt aber, bei jedem Schlag ist es leichter zu drehen. Mhm. Ja, sie kommt auch, man sieht es. Die Schale? Ja. Wahnsinn. Sie zieht es rein. Wir haben gewonnen. Echt jetzt? So leicht? Ja, das Problem war beim ersten Mal nur, dass sie sich halt leicht verkantet hatte und dann... Die müde gemacht. ...ging es nicht mehr. Einfach nur drehen jetzt oder was? Ja, dreh. Ja, schon fast komplett drin jetzt. Na, aber echt? Ja. Krass. Das Ding ist drin. Ja. Verrückt. Das sieht richtig gut aus. Spezialwerkzeug hat funktioniert. Auf jeden Fall. Wow. Man muss sich nur manchmal Gedanken machen. Aber das ist echt ein schönes Erfolgserlebnis. Differential ist schon ziemlich gut dabei. Jetzt folgt der berühmte Simmering. Das Spiel fühlt sich gut an. Das war ja davor richtig viel. Ja. Und auch hoch runter war hier ein bisschen Spiel. Ja, jetzt ist es ja nur um sich das Drehen. Das fühlt sich sehr gut an. Krass. Das bisschen Spiel, was wir jetzt hat, noch haben, das muss ja sein. Ja. Bisschen Spiel muss ja sein. Einige von euch hatten ja geschrieben, oder sehr viele von euch haben ja geschrieben, dass man das Differential unbedingt ganz genau einstellen muss. Julian hat das Ganze nochmal checken lassen. Bei wem nochmal? Bei einem TÜV-Prüfer auch? Bei einem guten Freund von mir in München, einem guten TÜV-Prüfer. Ja. Und der hat gesagt, ja natürlich, man kann alles sehr präzise einstellen, aber das ist ein LKW-Differential. Und wir hatten hier hinten kein Spiel, also ja. Es geht darum, dass wir hier vorne Spiel hatten und das Spiel ist jetzt hat das ist weg. Viel weniger wie davor und es war hauptsächlich diese
kleine Hülsen, die wir hatten. Ja, das läuft richtig schön smooth. Super cool. Das passt. Ja. Also das Hauptproblem, das haben wir euch ja auch gezeigt, war halt eben die Abnutzung wahrscheinlich von diesem Distanzring oder diesem kleinen Ring auf dem Triebling. Und Lager haben wir trotzdem auch alles getauscht, um das auch noch auszuschließen. Und ja, das fühlt sich richtig gut an. Ja. Wow. Ich meine, jetzt läuft es auch trocken, deswegen hört sich so schlecht an beim Laufen. Aber drin, ne? Wenn dann noch Öl reinkommt, dann es läuft jetzt schon so richtig schön smooth. Voll gut. Also, ich denke mal, wir haben das Problem geklappt. Erfolgreich gelöst. Juhu, geil. Der TÜV kann kommen. Yes, hey. Also, als nächstes Deckel drauf. Deckel drauf, Kardanwelle dran, Öl rein. Immer dann, wenn man fast fertig ist, ist Leonie auch da. Ich komme zur Kontrolle. Bist du stolz auf deine Jungs? Ja, ich bin richtig stolz auf die zwei. Also das ist wirklich krass, was die geleistet haben in letzter Zeit. Auch so in kurzer Zeit vor allem. Also ich komme hier rein, dann guckt Garrett mich mit so einem Grinsen an, sagt Differenz, ja, alles wieder drin. Ja, geil. Und die zwei haben richtig süßes Grinsen auf dem Gesicht. Also man kann nur stolz auf die beiden sein. Yes. Okay, das Innenleben ist vollbracht und jetzt folgt der Abschluss. Der Deckel kommt wieder drauf. So, das Differential ist zusammengebaut. Die hintere Seite ist fertig, die vordere Seite ist fertig mit dem Getriebe und der Kupplung. Fehlt nur noch die Verbindung zu allem, und zwar unsere Kardanwelle. Und die machen wir jetzt fest. Die letzten Meter von einem Kapitel, von sehr vielen Kapiteln. Die Kardanwelle ist drin und das große Ding, nämlich hier, das Spiel in der Kardanwelle am Differential ist auf jeden Fall viel weniger. Ist natürlich jetzt nicht fest, soll es ja auch nicht sein, muss sich auch bewegen. Aber da ist auf jeden Fall viel weniger Spiel drin. Julian, was sagst du? Ich glaube, unsere Arbeit war erfolgreich, aber wir müssen noch Öl auffüllen, nicht vergessen. Okay. Wird nie langweilig mit dem Reserverad, ne? So oft, wie wir schon dran hängen geblieben sind. Der große Mann muss pipi. So, wir haben die Spannung jetzt aufgebaut. Es geht los. Es geht los. Wir starten jetzt mal den Wagen. Öffnet die Tore. Ach, reicht genau. Was passiert jetzt? Talk to me. Wir starten jetzt den Motor und testen, ob wir alles richtig zusammengebaut haben, würde ich jetzt mal behaupten. Die zwei sind auch ready da vorne. Zack, liegt. We made it! Wir sind ready. Sawyer, wir sind ready! Du hast da einziehen. Wir sind ready für den TÜV, Baby. Geil, oder? Digi. Hammer. Hammer geil. Richtig, richtig geil. Das ist der Wahnsinn. Ich bin hin und weg. War eine harte Zeit zum Teil. Aber war auch immer lustig und. Ja, we made also it. Jederzeit wieder gerne, ne? Ja, hoffentlich bleibt da jetzt alles heil. So habe ich das nicht gemeint. Hammer. Voll geil. Wahnsinn. Okay, liebe Leute, es ist schon mal ein Meilenstein damit geschafft. Ruby läuft wieder, hat eine neue Kupplung, das Differential ist repariert und ein paar andere Kleinigkeiten für den TÜV sind auch so gut wie fertig. Das heißt, ja, bald ist es soweit. Die große Prüfung wieder, ne? Ja, der spannende Moment tritt eh immer näher. So ist nächste es. Woche. Außerdem wisst ihr jetzt, wer noch Teil der Truppe ist. Sawyer ist natürlich noch ein bisschen abgelenkt, versteht noch kein Deutsch. Der ist noch ein bisschen kamerascheu. Also, ne? Ne, okay. Kleine Mutti. Du bist auch am Start. Ja. Ja. Yay. Okay, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt doch bitte auf den Daumen nach oben, hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns auf euer Feedback und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, Ruby kriegt TÜV.
Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.